Ihr wisst, mein Halo Mage S geht bald zu Hera und genau deswegen habe ich nach etwas Adäquatem als Ersatz gesucht. Fündig geworden bin ich beim Elegoo Saturn 4 Ultra und mit dem Drucker habe ich jetzt schon einiges gedruckt. Ihr seht hier schon mal den Drachen und noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich habe groß und klein damit gedruckt. Und was ich an dem Drucker gut finde, was mir echt graue Haare auf die Kopfhaut zaubert und wo ich sage, okay, darauf könnte ich gerne verzichten, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makeorama.de. Disclaimer vorab, das Gerät ist nicht gesponsert, ist komplett eigenständig gekauft. Das heißt also, auch selbst wenn es gesponsert wäre, das ist meine, naja, ich sag mal mein Credo hier bei Makeorama, würde der Hersteller das Video nicht beeinflussen. Ansonsten würde ich das Video nicht drehen, sondern würde das Gerät zurückschicken. Wisst ihr mittlerweile auch. Und damit machen wir einfach mal weiter. Ein Merkmal, was beim Saturn 4 Ultra direkt reinsticht, ist genau wie beim Halo Mage S, dass er diese Fliplid hat. Ja, finde ich persönlich ziemlich genial, weil man dadurch den Workflow am Drucker, wenn man das Druckobjekt fertig hat, wirklich mega gut vereinfachen kann. Man hat die Hände frei, man muss nicht irgendwie mit Handschuhen hantieren und sowas in Richtung, ja? Dass man das dann, wenn man später die Handschuhe dreckig hat, nochmal die Haube draufhebt und sowas in Richtung, braucht man alles gar nicht. Sondern man klappt es einfach hoch und nochmal runter. Einzigster Wermutstropfen ist einfach, hier vorne ist kein Griff. Das heißt also, aus designtechnischen Gründen würde ich jetzt mal sagen, hat Elegoo einfach darauf verzichtet, hier nochmal wie beim Halo Mage S so eine kleine Kuhle reinzumachen, mit der man das mit einem Finger anheben kann und dann hochheben kann. Aber ihr seht schon, das Ding bleibt wirklich hängen. Ja, also das klappt nicht einfach runter, sondern es ist stabil, es funktioniert wirklich gut, muss man einfach sagen. Ja, es ist auch schick gehalten, alles so im Grau-Schwarz-Bereich, finde ich optisch gesehen wirklich schick, macht der Drucker echt was her. Die Anschlüsse für den Drucker sind alle hier an der Seite. Das finde ich ein bisschen schade. Man hat hier sowohl den Stromanschluss, den einen Ausschalter, den USB-Anschluss und die Antenne für das WLAN. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das alles an die Seite gepackt hat. Das finde ich beim Halo Mage S deutlich gelungener. Dass man sagt, okay, Strom und Netzwerk ist hinten und die USB-Anschlüsse kommen an die Front. Das würde ich mir auch persönlich bei dem Drucker hier wünschen, hat Elegoo aber leider nicht gemacht. Das Display ist vom Formformat her auch komplett ungewohnt, sage ich mal. Ja, man hat jetzt hier ein Hochkantformat-Display, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, also in der Benutzung stört es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber wir wissen alle, selbst bei den Querformat-Displays haben wir das Problem mit dem Platz und das wird manchmal ein bisschen doof ausgenutzt und das Wichtige ist halt einfach, dass das UI-Design stimmt und passt. Und das passt hier, finde ich, nochmal einen Ticken mehr als beim Halo Mage S. Ja, es ist nicht dieser Durchlauftext, der einen komplett kirre macht, sondern es ist noch ein bisschen angenehmer vom ganzen Feeling und von der ganzen Haptik her. Es ist schon insgesamt ganz schön gemacht. Gehen wir mal in den Innenbereich. Und da haben wir erstmal einen Punkt, der auch durch die Haube geschuldet ist, wo wir sagen, okay, das ist ganz cool im Vergleich zum Saturn 2 oder 3, den wir vorher hatten. Da hatte man in der Haube integriert, die man abnehmen konnte, hier so eine Lufthutze, die man hier vorne entsprechend hoffentlich sieht. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich gewesen, wenn man die ganze Haube abnimmt, dann hat man den Schlauch hinten dran gehabt. Hier hat man jetzt dadurch, dass das Heck komplett statisch ist, die Möglichkeit, hier einen Schlauch anzuschließen und der bleibt natürlich dann statisch dran. Ich hätte mir jetzt hier an der Stelle gewünscht, wie beim Halo Mage S, dass man hier innen drin einen fest verbauten Aktivkohlefilter drin hat, den man dann später austauschen kann und hier auf der Rückseite entsprechend dann die Möglichkeit, entsprechend per Bajonettverschluss einen mitgelieferten Schlauch zu nutzen. Kleiner Spoiler, es wurde auch kein Schlauch oder ähnliches oder kein Adapter von Schlauch mitgeliefert. Der Lieferumfang ist recht spartanisch. Man hat ein paar Papierfilter für so Malerfilter, ja, um das Resin wieder zurückzukippen. Man hat ein paar Handschuhe, man hat die übliche Plastikspachtel, dann eine Metallspachtel und einen USB-Stick. That's it. Ja, also die üblichen Verdächtigen, jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade, da der Drucker vor allen Dingen nochmal ein Stück mehr kostet als der Halo Mage S. Aber sei es drum. Dafür hat er nochmal ein paar Features mehr, auf die wir jetzt nochmal eingehen. Und zwar angefangen mit der Kamera hier innen drin. Und das ist gleich so ein Punkt, wo ich sage, könnte ich drauf verzichten. Dafür hätte ich wirklich lieber einen Aktivkohlefilter verbaut. Ganz einfach aus dem Grund. Die Kamera ist zwar ein nettes Gimmick, und macht auch mit Sicherheit gute, ich sag mir mal so, Timelapse-Aufnahmen. Ja? Das ist mit Sicherheit alles schön, wenn man es braucht unbedingt.
Aber zum einen, meine Timelapse-Aufnahmen könnte ich auch mit der normalen Kamera, mit einem, ich sag mal so, UV-Auslöser sozusagen selbst machen. Den habe ich mir auch schon gebaut. Da bin ich auch schon überlegen, ob ich was mache. Auf der anderen Seite haben wir hier ein sehr hohes Resin-Bett durch das absenkende Bett. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Das ist natürlich dann von der Sichtbehinderung schon mal enorm. Und zum anderen natürlich auch dadurch bedingt, dass hier unten im Resin-Bett nochmal das Resin bis zu einer gewissen Höhe aufgefüllt ist und das Druckbett beim Drucken bis ganz unten hinfährt und dann die ersten Schichten bis zu einer gewissen Höhe komplett unter Wasser sind. Sieht man natürlich nicht, ob der Druck an der Druckplatte haftet oder nicht. Und das ist ein Problem, weil das kann die Kamera dann natürlich nicht erkennen. Ein weiterer Punkt ist einfach, wenn ich hier hinten ein Objekt habe, was hier rüber geht und hier vorne ein Objekt habe und das vordere Objekt sich ablöst, kann das die Kamera nicht erkennen, weil das Objekt auf der Druckplatte hinten im Weg ist. Logisch. Ja? Das heißt also, die Kamera ist zwar ein nettes Gimmick, aber mehr auch nicht. Ja? Und nicht jeder braucht unbedingt Timelapses, nicht jeder macht auf TikTok irgendwelche Timelapse-Videos oder für YouTube. Deswegen ist das zwar ein nettes Gimmick, aber ich würde am liebsten drauf verzichten und es eher machen wie beim Halo Mage S, dass ich sage, okay, ich habe hier vorne noch einen zweiten USB-Anschluss, wo ich eine Kamera anschließen kann. Zur Not auch eine DSLR oder sowas in der Richtung. Das wäre natürlich schön, wenn sowas über die Firmware unterstützt werden würde, dass man also nicht irgendwie jetzt, naja, so einen Sensor in die Innenseite legen muss und gucken muss, dass der auslöst, wenn das UV-Licht angeht, sondern dass man hier vorne schon direkt dediziert, sobald das UV-Licht angeht, einen Trigger über USB hätte, womit dann entsprechend die Kamera ausgelöst wird. Das wäre für Zeitrafferaufnahmen deutlich sinnvoller. Für die AI-Überwachung, also für die KI-Überwachung, dass da nichts passiert und dass es sich nicht ablöst und sowas in Richtung, ist die Kamera, finde ich, nicht geeignet. Ich habe auch bei meinen Testdrucken Drucke gehabt, die sich abgelöst haben oder wo sich der Support zum Teil abgelöst hat und das Druckobjekt dann so halb im Druckbett gehangen hat. Ihr habt die Shorts wahrscheinlich gesehen und da hat die Kamera nicht mal annähernd ausgeschlagen, obwohl das Druckobjekt schon deutlich über dem Resinspiegel hier drin war. Das heißt also, wirklich funktioniert hat das auch nicht so richtig. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Woron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig, und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen, und damit machen wir weiter im Video. Dann, wenn wir schon mal gerade beim Resin-Bett sind. Ihr seht schon, das fährt runter, senkt sich so schräg ab und fährt wieder hoch. Und das finde ich ist echt super. Ganz einfach aus dem Grund, zum einen, weil auf der Druckplatte entsteht immer ein Untersog oder am Druckobjekt entsteht immer ein Untersog, wenn sich quasi die Druckplatte hebt und das Druckobjekt quasi vom PEP-Film ablöst. Nexa 3D zum Beispiel hat in seine Resin-3D-Drucker so eine selbstschmierende FEP-Folie quasi eingebaut, dass also quasi der Widerstand oder dieser Unterdruck quasi minimiert wird und man dadurch die Druckgeschwindigkeit erhöhen kann. Und Elegoo hat sich hier überlegt, okay, wir ziehen das Ganze einfach so Stück für Stück von der Seite her ab. Das ist genial, weil man muss erstens das Druckbett nicht so weit anheben. Das erhöht nämlich entsprechend die Druckgeschwindigkeit, weil die Fahrgeschwindigkeit nicht so schnell ist. Und man hat natürlich auch dadurch den Druck, den Unterdruck, der dadurch entsteht, nicht komplett auf einem Schlag auf dem ganzen Druckobjekt, sondern Stück für Stück, wo es abgezogen wird. Im Prinzip wie ein Aufkleber, den man abzieht. Hat auch schon entsprechend Mpox in seinem Video erwähnt. Und das finde ich wirklich gelungen bei diesem Drucker. Hier oben haben wir dann entsprechend die Druckplatte, logischerweise. Die ist mit so einem schönen Verschluss hier oben. Na, ich krieg's es ja nicht so gut auf, weil ja, es halt sehr stark gespannt ist. Aber das Druckbett an sich ist mit Vorsicht zu genießen. Elegoo preist es als Self-Leveling an. Ich sag mir mal so, nee, ist es nicht so ganz. Es ist eher so ein, naja,
wie soll ich sagen, es fährt selbstständig nach unten und fährt in die richtige Nullposition, aber selbst leveln tut es nicht hundertprozentig. Und dieser ganze Self-Level-Mechanismus ist auch von der Firmware-Seite her in meinen Drucken, wer meine Shorts verfolgt hat, weiß das auch schon, ziemlich anfällig. Denn was passiert? Das ganze Gerüst fährt runter, fährt hier unten rein, levelt sich und es ist so eine Art Glücksspiel. Ich habe auch schon geprüft, ich habe im Prinzip das Resin-Bag komplett geleert, komplett sauber gemacht, geguckt, dass ja kein kleiner Krümel drin ist und habe eine komplett neue Resin-Flasche genommen, habe die reingekippt und habe dann versucht zu drucken und habe den gleichen Fehler auch gehabt. Es ist vermutlich momentan noch eine Art Firmware-Fehler, vielleicht auch gepaart mit einem Hardware-Fehler, ich weiß es nicht. Auf das Thema Support komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, da bin ich positiv überrascht bis jetzt, muss ich sagen. Aber im Grunde genommen kann man sagen, dass dieser Selbstlevel-Mechanismus momentan sowohl von der Hard- als auch von der Firmware-Seite her nicht zuverlässig funktioniert. Ich habe schon Drucke gehabt, gerade hier beim Drachen, die Flügel und sowas in Richtung, wenn ich die gedruckt habe, oder auch den Ford Ranger Raptor, den ich gedruckt habe, dass ich hier im Prinzip gesagt bekommen habe auf dem Display, das Self-Leveling ist fehlgeschlagen. Und dann habe ich nur gesagt, okay, dann druck aber trotzdem bitte weiter. Und der Druck hat wunderbar funktioniert. Das heißt also, von der Erkennung, von der Sensorik her scheint dann irgendwas nicht zu stimmen oder aber auch die Firmware scheint irgendwie nicht zu funktionieren oder beides. Ja? Ich habe mit dem Support darüber schon geschrieben, über mehrere Sachen, wo ich gleich nochmal mit euch drauf eingehen möchte. Ein weiterer Punkt, den ich kritisch sehe, gerade beim Druckbrett hier oben, ich schiebe das nochmal ein bisschen hinten rüber, bevor es irgendwie hier einen Abgang macht. Und ihr merkt schon, das lässt sich sehr schwer entsprechend einrasten. Das jetzt normal ist, weiß ich nicht genau. Das ist bei meiner Einheit von Anfang an so. Aber ein Punkt ist zum Beispiel mal, dass hier oben eine Hohlkammer drin ist. Das ist ein Plastikgehäuse. Hier oben ist eine aufgeschraubte Platte und die ist nicht abgedichtet. Darf es auch eigentlich gar nicht sein, weil hier diese Stege sind hier oben im Prinzip quasi durch Schrauben repräsentiert. Und wenn das Ding sich runterdrückt, dann drückt es die Schrauben natürlich nach oben. Das Problem ist, dass dann dadurch nicht nur dort, sondern auch hier oben im Griff und überall, wo Lücken sind, wenn man das ganze Druckbett jetzt zum Beispiel nimmt, ich habe hier zum Beispiel mal den Torso vom Drachen jetzt entsprechend gedruckt und wollte das Ganze wie bei jedem anderen Drucker mittlerweile in die Washing Station geben und habe das komplette Druckbett einfach rein. Und sobald da ein bisschen Resin unten hier schon ab dem Punkt irgendwo an die Druckplatte drankommt, saugt sich das Ding mit IPA voll. Das ist nervig, weil nach jedem Waschvorgang muss ich natürlich dann das Druckbett umdrehen und muss gucken, dass ich dann entsprechend dafür sorge, dass jedes Tröpfchen IPA, weil es natürlich jetzt nicht ganz günstig ist, auch wieder aus dem Behälter hier oben im Prinzip rauskommt. Ich hätte mir an der Stelle gewünscht, dass man das Ganze offener designt, dass das nicht passiert. Und jetzt kommen wir mal zum Support. Ich habe dann den Support angeschrieben, weil ich hier mit der Firmware und auch mit der Hardware entsprechend diverse Probleme habe mit dem Drucker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vorab, erstens, der Mitarbeiter kann für die Fehler nichts und zum anderen muss ich sagen, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat sich wirklich gut bemüht, hat wirklich einen guten Job gemacht und war sehr professionell und hat auch relativ schnell reagiert. Das war schon von der Geschwindigkeit her und von der Art und Weise, wie man reagiert hat, schon so fast in Richtung Prusser, muss ich also echt sagen, Chapeau. Und das Ergebnis war jetzt erstmal, dass ich nochmal ein neues Druckbett bekomme und einen alten Firmware-Stand bekommen habe, den ich jetzt nochmal aufspielen soll. Wer das nicht verpassen will, ich werde nochmal ein Kurzvideo machen. Das ist jetzt kurz vom Dreh vom Video reingekommen, deswegen hatte ich jetzt nicht die Gelegenheit, um nochmal mit dem alten Stand der Software zu testen, ob die gleichen Fehler in der Firmware nochmal auftreten. Denn die Firmware vom Drucker hängt sich teilweise auf. Jetzt gerade beim letzten Druck, den ich jetzt kurz vom Video quasi fertiggestellt habe, wollte ich am Schluss hier wieder sagen, okay, ja, hast du fein gemacht, kannst du jetzt wieder zurück ins Menü gehen und es ging gar nichts mehr. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gehabt. Das tritt nicht bei jedem Druck auf, auch nicht reproduzierbar bei jetzt dem Modell oder aber auch, was weiß ich, alle zwei oder drei Drucke, sondern es tritt irgendwie sporadisch auf. Keine Ahnung, wenn ich den Drucker vielleicht ein paar Minuten zu lange stehen lasse und der nicht direkt behandelt wird. Sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon gehabt, dass es mitten im Druck eingefroren ist, relativ früh. Da hatte ich auch ein Kurzvideo drüber gemacht. Ich habe das dem Support berichtet und die haben gesagt, okay, testet doch mal bitte den alten Softwarestand. Das war jetzt kurz vom Video, als dann da die Antwort gekommen ist. Ich habe dem Support aber auch berichtet, dass sich das Ding hier oben mit IPA vollsaugt. Die Antwort vom Support war daraufhin, okay,
das Teil darf eigentlich nicht, also auch das Druckbett an sich, darf eigentlich nicht in IPA, denn die Federn, die hier oben drin sind, dass das Ganze gefedert werden kann, können dadurch rosten. Das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, nee, ihr Lieben, sorry, das geht nicht. Das ist wirklich ein Designfehler, denn ich meine, diese Wash-and-Cure-Stations, die angeboten werden, wenn ich mich recht entsinnere, bietet Elegoo auch eine Wash-and-Cure-Station an, wo man Druckbetten einhängen kann. Das ist einfach Standard. Das ist einfach mittlerweile gang und gäbe für den Workflow mit Resin-Druckern, dass man die dann entsprechend in die Wash-Station einfach einhängt und dann dort entsprechend erstmal 5 Minuten rödeln lässt und das Ganze dann rausnimmt und fertig. Da darf es nicht sein, dass hier oben Federn drin verbaut sind, die angeblich rosten können. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass man das dann auch so offen und ehrlich zugibt. Nein, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Also an sich ist das ja ein schönes Gerät und der druckt ja auch gut. Ja? Ich bin ja auch schon so ein bisschen verliebt in das Teil, ja? Weil er halt gut druckt und weil er, wenn er druckt, recht zuverlässig ist. Zuverlässiger teilweise sogar als der Halot Mage S. Das Problem ist aber, dass solche Hardwarefehler nicht auftauchen dürfen. Ich meine, Elegoo schickt mir jetzt zirkulanterweise ein neues Druckbett, was ich gut finde. Ja. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, okay, ich weiß es nicht, wie lange das hält, das werde ich im Auge behalten und euch dann darüber berichten. Aber wenn das jetzt nach einem halben Jahr kaputt geht, gehe ich nicht alle halbe Jahr hin und kaufe mir ein neues Druckbett, weil jetzt irgendwann das Gerät aus der Garantie draußen ist. Die anderen Probleme, die ich mit dem Drucker habe, sind eigentlich eher softwareseitiger Natur. Also so Sachen wie zum Beispiel, dass das Display einfriert. Ein anderer Punkt war, dass ich einmal versucht habe, einen Druck zu starten, einen Testdruck zu starten, um die Belichtungszeit zu testen. Und das kann der Drucker wirklich gut. Das ist ein ziemlich cooles Feature, wenn man es zum Laufen bekommen hat. Denn es ist nicht ganz einfach zu finden, es ist nicht ganz einfach einzustellen. Man kann sogar, es wurde oft genug behauptet, dass man nur 4 Quadranten auf dem Druckbett hat, aber wenn man weiß, wie, wenn man dann auf dieses Symbol drückt entsprechend, das ist nicht ganz intuitiv, deswegen sage ich das, kann man das sogar erweitern bis auf, glaube ich, 8 Sektionen auf dem Druckbett und das Druckbett in 8 Sektionen unterteilen und das dann entsprechend drucken. Das heißt also, der Drucker hat dann auf der Druckdatei entsprechend die Dateien liegen und teilt das Druckbett dann ein in verschiedene Sektionen und schaltet jede Sektion nacheinander ab von der Belichtung her, damit man unterschiedliche Belichtungszeiten testen kann und am Schluss weiß mit einem Druck, wie lange man dann entsprechend dieses Resin aushärten muss. Das ist genial, das ist ziemlich geil, weil das ist was ich beim Halot Mage S zum Beispiel vermisse. Ich muss aber auch sagen, ich habe beim ersten Mal wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe das nicht zum Laufen gebracht, weil ich halt ein Objekt im Slicer in die Mitte gepackt habe, weil ich das so verstanden habe laut Anleitung. Und ich habe es in die Mitte gepackt und dann entsprechend 4 Sektionen ausgewählt und habe versucht, die einzustellen. Das ist auch noch so ein kleiner Bug, den habe ich auch an Elegoo berichtet, dass wenn ich das manchmal einstellen möchte, je nachdem wie viele Sektionen ich habe, dass ich dann Zahlen eingebe und das keine Auswirkung hat. Ich drücke dann auf OK, wenn ich sage, okay, mach mir jetzt diese Sektion 1 auf, was weiß ich, 3 Sekunden, Sektion 2 auf 2,8, Sektion 3 auf 2,6 und dann Sektion 4 auf 2,5 oder 2,4. Und dann sage ich okay und wie heißt das? Er übernimmt diese Zahlen nicht, sondern belässt sie so, wie sie sind. Das habe ich ab und an mal gehabt. Ich konnte es nicht immer reproduzieren, dass es jetzt in dem Szenario funktioniert und in dem Szenario nicht. Aber es sind halt Fehler, die in der Software aufgetreten sind, die mir aufgefallen sind. Ich habe es an Elegoo übermittelt und ich hoffe, dass Elegoo in der Hinsicht relativ schnell reagiert und dann natürlich die Software fixt und die ganzen Bugs fixt. Dann ist das nämlich schon mal ein deutlich besseres Gerät, bis auf den einen Hardwarefehler hier oben. Und dann muss ich sagen, kann man das auch wirklich empfehlen soweit. Aber bei mir war es dann so, dass ich halt laut Anleitung das so verstanden habe, ich platziere im Slicer in der Mitte ein Objekt. Ich wähle hier aus, dass ich 4 Sektionen haben will, stelle die Zeiten ein und er rotiert das dann entsprechend auf die 4 Sektionen, dass er dann das Ganze dann, was er sich auf Sektion 1, 2, 3 und 4 projiziert und dann am Schluss 4 Objekte rauskommen. Das war natürlich leider nicht so. Das ist ein bisschen umständlich und missverständlich, da muss man an der Anleitung noch mal ein bisschen arbeiten. Ich werde auch noch mal ein separates Kurzvideo drüber machen, wie das dann funktioniert, weil ich es, wie gesagt, nicht intuitiv finde. Ansonsten ist die Bedienung eigentlich ganz gut. Und ich habe auch mal einen Vergleich gemacht in Bezug auf die Halot-Box und auf den
Cheeto Basic Slicer. Das ist der neue Slicer, wo der Drucker unterstützt wird. Auch der einzige Slicer, wo das Netzwerk senden funktioniert. Wenn ihr sagt, das Netzwerk senden über Wi-Fi interessiert euch nicht, wie bei mir jetzt hier entsprechend, weil ich jetzt hier im Studio nur testweise immer WLAN habe und ihr macht das Ganze über USB, dann ist das gar kein Thema, dann könnt ihr auch den Lychee Slicer verwenden. Ihr könnt das Ganze auch in der Cheeto Box Pro verwenden, da ist auch eine Lizenz dabei für 12 Monate, da ist so eine schöne Karte mit dabei. Die könnt ihr dann entsprechend aktivieren und könnt dann da auch den Drucker hier mit nutzen. Den müsst ihr eventuell selber einrichten, je nachdem, wann ihr das Video seht. Als ich den Drucker bekommen habe, war das Profil für den Drucker noch nicht im Cheeto Box Pro enthalten. Deswegen schaut da nochmal nach. Es kann natürlich sein, dass sich dann zum Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt, schon was geändert hat. Oder auch schon, wenn ich das Video geschnitten habe. An sich muss ich aber sagen, wenn ich das vergleiche vom Slicen, Hochladen und Drucken her, ist der Drucker doch schon nochmal eine gute Nummer schneller als der Haloid Mage S. Erstens, weil der Slicer nochmal eine gute Nummer schneller ist. Ist einfach so, ja. Cheeto Box ist einfach im Vergleich zu Lychee oder auch zu Haloid Box einfach noch der schnellste Slicer, soweit ich das sehen kann. Das ist jetzt von mir so ein bisschen gefühlt. Ich habe das noch nicht explizit gemessen. Aber im Vergleich zu Haloid Box, was ich da gesehen habe, ist das enorm viel. Gerade wenn es darum geht, die Dateien an den Drucker zu senden. Dann werden die Dateien nochmal gespeichert lokal im Arbeitsspeicher vom Slicer sozusagen, um dann an den Drucker gesendet zu werden. Und da ist einfach die Cheeto Box Basics Version ist da noch mal ein gutes Stück schneller als die Haloid Box. Und das nimmt so viel Zeit schon mal entsprechend raus, die man dann entsprechend hat, um zu drucken. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Fehler, die ich dann mit dem Drucker hatte, wo der Drucker dann drüben gestanden hat, ich nicht direkt rübergegangen bin, der Haloid Mage S aber schon gedruckt hat und ich dann später erst gemerkt habe, ha, Auto-Leveling-Fehler und sowas in Richtung, hat das Ganze dann nochmal ein bisschen wettgemacht. Das heißt also, wenn diese Auto-Leveling-Fehler behoben werden und diese ganzen Firmware-Fehler hoffentlich mit der nächsten Version behoben werden, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer und dann muss ich sagen, ist das ein schönes, rundes Paket. Jetzt kommen wir aber mal zu den Drucken, die ich euch eingangs versprochen habe. Und da habe ich einiges gedruckt, wie ihr sehen könnt. Und nicht nur das, was ich euch jetzt hier zeige, sondern noch einiges mehr. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 4 Kilo an Resin rausgehauen. Und dieser Druck hier ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt mir noch ein Teil. Das war das, was ich kurz vom Video entsprechend hier noch rausgenommen habe. Nämlich hier oben dieser Teil vom Flügel. Der fehlt nochmal. Der ist hier schon auf der Seite dran. Und dieser komplette Drache ist erstmal auf dem Saturn 4 Ultra gedruckt. Ist von One Page Rules, weil wir gerade dabei sind, also aus dem Human Empire. Da gibt es dann einmal mit dem Glyph Rider und einmal mit dem Dragon General. Das ist der Dragon General jetzt in der Hinsicht, weil wir uns für das Set entschieden haben, beziehungsweise eine bessere Hälfte hat sich für das Set entschieden. Dann habe ich hier verschiedene Terras gedruckt, auch nochmal mit dem Resin, was ich damals auf dem Haloid Mage S getestet habe. Ja, also mit dem etwas älteren, das bisschen, was ich noch übrig hatte. Ich habe aber auch zum Beispiel mal solche Sachen wie das hier. Ja, das ist so ein Kanonenwagen entsprechend. Oder aber auch hier, den habe ich jetzt noch nicht zusammengebaut. Das werden wir nachher im Stream, denke ich mal, machen, dass wir die Figuren zusammenbauen. Wo habe ich den Oberteil? Das Oberteil? Ah, ich finde es gerade nicht. Aber hier diesen Ogre von den Beastmen, für die ich mich entschieden habe. Ja, die Drucke sind alle wunderbar rausgekommen. Sehr detailliert, sehr crisp. Wie soll man es auch anders erwarten? Gedruckt habe ich das hier mit dem Anycubic ABS-like Pro V2 Resin. Das ist ein Zungenbrecher, ich weiß. Aber ich muss sagen, das druckt sich echt gut. Und ist gerade für so Miniaturen echt genial. Kann ich nur empfehlen. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Genauso für den Drucker. Und insgesamt muss ich sagen, finde ich die Drucke von dem Drucker halt einfach schon ziemlich cool. Ja? Sie kommen gut raus. Der Detailgrad ist sehr hoch. Im Vergleich zum Haloid Mage S steht dem in nichts nach, weil man kann es mit dem menschlichen Auge den Unterschied nicht mehr sehen zwischen den 16 und 19 Mikron. Ja? Kann man einfach nicht mehr wahrnehmen. Ist einfach mittlerweile so detailliert, dass man es halt nicht mehr wahrnehmen kann. Und es kommt natürlich auch immer auf das Modell an, was man druckt. Ja, also hier der Drache hat jetzt zum Beispiel mal keine Schuppen jetzt hier auf den Flügeln drauf oder so Richtung. Aber hier beim General hier oben, der da drauf sitzt und hier am Hals und so Richtung, kommt das schon richtig gut raus und es sieht auch richtig gut aus. Insgesamt muss ich sagen, ist der Drucker auch noch mal einen Ticken leiser als der Haloid Mage S. Gerade in Sachen Lüftung und wenn der Drucker am Drucken ist,
hört man den eigentlich bis auf den Motor, der hier vorne das Druckbett immer so ein bisschen absenkt und wieder hochfährt, hört man das nicht. Und das geht wirklich schnell. Wenn der seine 2,5 Sekunden eingestellt hat, muss der Halod Mage S halt einfach erstmal hochfahren, runterfahren, muss eine gewisse Distanz zurücklegen, muss noch ein bisschen kurz warten, damit sich das Resin sammeln kann und fährt dann runter. Der hier macht einmal kurz wupp, wupp und druckt direkt weiter. Das ist schon eine Zeitersparnis, die man nicht unterschätzen darf. Und das ist wirklich ein Vorteil, den dieser Drucker hat. Und wenn Elegoo es noch schafft, die ganzen Firmware-Fehler zu beheben, ist es echt ein geiler Drucker. Und damit gehe ich jetzt mal weiter den Drachen zusammenbauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich auch, wenn ihr den Kanal wie meine anderen Patreonen oder auch Supporter hier auf YouTube, vielen, vielen lieben Dank an euch, wenn ihr den Kanal finanziell mit einem Abo unterstützt. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meine Sponsoren PCBWare und Surfshark. Und damit Hodl the Lion, Happy Printing und ciao.